Festbesucher, liebe Merler, sehr geehrter Herr Döbgen, liebe Weinmajestäten der Stadt Zell. Et geit viralos. Mit unserer altbekannten Merler Rors feiern wir unser Merler Weinfest 2023. Das Wetter ist perfekt und der Wein glänzt bereits auch in meinem Glas. Zum Wohl. Dank der vielen fleißigen Händen von euch, alle Helfer, der Organisation durch den Festausschuss, zusammen mit dem JGV Merl, schafften wir es wieder, den alten Schulhof in einen Festplatz zu verwandeln. Und durch euch, liebe Festbesucher, bekommt unser Weinfest erst das perfekte Flair für ein tolles Merler Weinfestwochenende. Schön, dass ihr alle da seid. Zum Wohl! Lieber Lars, das ist übrigens, seitdem ich die erste Vorsitzende bin, der dritte junge Mann neben mir. Wir freuen uns, dich als erster Vorsitzender des JGV 1857 e.V. Merl Mosel bei uns im Team mit begrüßen zu können. Seit Anfang dieses Jahres vertrittst du den JGV im Festausschuss des Merler Weinfestes. Und das Zusammenspiel mit beiden Vereinen läuft wie gewohnt fabelhaft. Auf dich, lieber Lars, und auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. Zum Wohl. Liebe Festbesucher, sehr geehrter Herr Döbgen, liebe Weinmajestäten. Auch wir, der Merler Junggesellenverein, heißen euch herzlich willkommen auf diesem legendären Merler Weinfest. Wir garantieren euch eine Megastimmung, Partylaune ohne Ende und die besten Weine sowie Cocktails und kühles Bier. Es wird ein grandioses Wochenende, das steht jetzt schon fest. Ich möchte mich in diesem Jahr mal bei der KAMTer Kirmes, beim KAMT e.V. bedanken. Der KAMT e.V. stellt uns schon zum dritten Mal ihre Überdachung uns zur Verfügung, um unseren Weinbrunnen zu schützen, nachdem wir 2018, 19 kein Zelt mehr aufstellen durften wegen Brandschutz. Sind wir sehr dankbar dafür, dass wir vom KAMT diese Möglichkeit bekommen haben. Und ich finde auch hier in Merl auf der anderen Moselseite sieht die wirklich super aus. Ich finde, das hat einen Applaus verdient. Vielen Dank. Am 1. September-Wochenende feiert die Stadt Zell 800 Jahre Zeller Stadtrechte. Mit großem Mittelalterspektakel, Festakt und Konzertabend in der Stadthalle erwarten euch dort viele Attraktionen für Jung und Alt. Dieses Wochenende solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Wir wünschen der Stadt Zell ein erfolgreiches Gelingen beim Festwochenende. Willkommen heißen wir nun unseren Stadtbürgermeister Hans-Peter Döcke und die Zeller Weinkönigin Lena mit ihrer Weinprinzessin Maja. Maja kommt aus Merl. Und Lena wohnt fast in Merl. Fast. Genau. Schön, dass ihr heute Abend mit uns feiert. Also das ganze Wochenende hoffe ich natürlich. Auf ein schönes Wochenende bei uns hier in Merl auf dem Weinfest. Ich übergebe dir, Lena, jetzt. Ja, liebe Festgäste, liebe Weinliebhaber und vor allem liebe Merler. Es freut uns sehr, dass wir heute Abend hier sein dürfen und Sie hier begrüßen dürfen. Für uns ist das Merler Weinfest schon immer was Besonderes. Maja kommt aus Merl, ich komme fast aus Merl, also so nah, dass das Zeller Weinfest weiter ist als das Merler Weinfest. Ja, und Merl bedeutet uns schon einiges und deswegen haben wir uns auch sehr gefreut, dass wir dieses Jahr wieder hier sein dürfen. Dafür möchten wir uns auch bei euch bedanken für die Einladung. Es ist immer sehr schön. Wir genießen das Wochenende sehr. Wir wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende. Genießen Sie die Abende, trinken Sie Wein und zum Wohl. Ja, von mir ein herzliches Willkommen hier auf dem Merler Weinfest. Es ist mir eine besondere Ehre. Ich glaube, es wurde mehrfach hier erwähnt, nicht nur als Zeller Weinmajestät heute hier stehen zu dürfen, vor allem als Merler Melcher. An dieser Stelle möchte ich einfach Danke sagen an alle, die mein Zuhause zu dem Zuhause machen, was es ist, unser Zuhause machen, was es ist, die das Weinfest machen zu dem, was es ist. Dazu steht unfassbar viel Arbeit hinter. An alle Leute, die sich immer wieder treffen, der Festausschuss, die hinterm Weinstand stehen. Es ist genug Arbeit immer hier. Also, deswegen trinkt viel, genießt das Fest und bleibt vor allem lange. Zum Wohl! Liebe Merler, liebe Gäste aus nah und fern, liebe Weinfreunde und Weinfreundinnen. Ich freue mich heute hier in Merl, in unserem Stadtteil zu sein, der durch seine weltberühmten Weine über alle Grenzen hinaus bekannt ist. Wir haben hier neben uns unsere Merler Weinkönigin, ich darf es ruhig sagen, ist mehr in Merl wie in Zell. Und unsere Weinprinzessin Maja, eine alteingesessene Merler. Wir heißen Sie alle herzlich heute hier willkommen. Auch in meiner Eigenschaft als Stadtbürgermeister freue ich mich, dass Sie alle hier so zahlreich bei uns hier auf dem ehemaligen Schulhof zusammengekommen sind, um die exzellenten Weine, die Merl zu bieten hat, heute hier zu genießen. Sie sind hier an einem der schönsten Flecken unserer Mosel. Wenn auch der direkte Blick im Moment etwas verstellt ist, aber so darf ich doch feststellen, dass wir hier in einer Gegend leben, wohnen und feiern dürfen, die über alle Grenzen hinaus Zustimmung findet. Zustimmung wie die Weine hier von unseren Winzern, die in harte Arbeit im Jahr über die Weinstöcke bebaut, die Trauben geerntet und im Keller den Wein ausgebaut haben. Dass sie es können, haben sie über all die Jahre in hervorragender Art und Weise bewiesen. Und so ist es heute für uns ein Vergnügen, das Ergebnis dieser harten Arbeit hier vom Junggesellenverein und von den Merler Weinfreunden Kredenz zu bekommen und genießen zu dürfen. Feiern Sie mit uns zusammen das Merler Weinfest. Seien Sie lassen Sie sich eine unvergessliche Zeit bei Genuss, Musik und Tanz hier in Merl andienen. Ich wünsche allen ein fröhliches Weinfest 2023. Liebe Festbesucher, liebe Merler, das Weinfest hält an allen Tagen ein tolles Programm für euch bereit. In diesem Jahr hat sich der Festausschuss der Merler Weinfreunde ein besonderes Highlight überlegt. Big Bottle Party am kleinen Weinstand. Großartige Merler Weine in großförmigen Flaschen. Ich sehe die ein oder andere schon hier stehen. Fantastische Weine unserer Merler Winzer aus Magnumflaschen. Diese sind für jeden Weinfreak der Gipfel. Perfekt, oder? Unsere kleinen Gäste verzaubert Pascal Thomas am Sonntag mit einer tollen Magiershow. Ein Eiswagen mit kühlen Köstlichkeiten wartet auf Sie und wer möchte, ob, ja, egal ob groß und klein, lässt sich unter anderem von unserer Weinprinzessin Maja zu etwas ganz Besonderem schminken. Ja, neben unseren ganzen Highlights am Wochenende haben wir heute Abend auch ein Highlight. Gleich geht's los mit der Band B2B, ein Erlebnis der Extraklasse, präsentiert von unserem Merler Junggesellen. Später verdunkelt sich dann noch der Pressplatz und um 22 Uhr zieht dann der Barros hier mit Gefolge ein. Ob er in diesem Jahr auch eine Überraschung für uns bereithält? Lassen wir nun unser Fest beginnen. Ich bin so froh, dass ich ein Merler bin. Auf die Merler Ross! Zum Wohl! So, wir haben auch noch ein kleines Geschenk für unsere Weinmajestäten aus Zell. Und für unsere Hörer. Vielen Dank, dass ihr alle drei da wart. Habt viel Spaß heute Abend mit uns. Auf geht's!